Was geschieht mit den 829 Soldaten und zivilen Mitarbeitern, wenn die Freiherr vom Stein-Kaserne in Diez voraussichtlich Anfang 2015 aufgegeben wird? Im Rahmen seiner derzeitigen Bezirksbereisung sprach Dr. Adolf Weiland mit dem Führungsstab des hier befindlichen Logistikregiments. Das Bundesverteidigungsministerium hat bekanntlich im Oktober entschieden, die Freiherr vom Stein-Kaserne voraussichtlich innerhalb der nächsten 3 Jahre aufzulösen. Die Bundeswehr strukturiert die Logistik des Heeres insgesamt neu, macht aus bundesweit bislang 13 Logistikbataillonen nur noch 6 und reduziert die Einheiten von bislang 19.500 auf gerade noch 9.200 Soldaten. Die geplante Schließung der Kaserne in Diez betrifft 57 zivile Mitarbeiter und 772 Soldaten. Hinter einer solchen Maßnahme stehen ja persönliche Schicksale, Schicksale von Familien, von Angehörigen. Man hat in der Region Wurzeln geschlagen, man fühlt sich in der Region zu Hause und jetzt steht der Umzug, der Wegzug an. Das geht, glaube ich, nur im unmittelbaren persönlichen Gespräch und ich habe den festen Eindruck gewonnen, dass das auch in der Einheit genauso praktiziert wird, dass personenscharfe Lösungen gesucht werden und dass man auf die Bedürfnisse des Einzelnen auch, soweit das irgend geht, Rücksicht nimmt. Ich denke, dass jedem eine neue Perspektive aufgezeigt werden kann, zeigte sich Oberst Michael Bartscher, Kommandeur des Logistikregiments, in dieser Frage vorsichtig optimistisch und der hohen Verantwortung bewusst. Hinsichtlich der Nutzung der Kaserne gibt es Vorschläge, aber noch keinen genauen Plan. Die Stadt Diez fordert eine verlässliche Zeitschiene, um Ideen entwickeln und mögliche Investoren Planungssicherheit für das knapp 300.000 Quadratmeter große Gelände gewährleisten zu können. Also ich habe den Eindruck, dass man sich der Aufgabe und der Größe der Herausforderung bewusst ist. Natürlich bei den Soldaten und Soldatinnen des Regiments, aber auch bei den vor Ort verantwortlichen Politikern und Politikerinnen, dass man nicht ins Jammern verfällt, sondern die Auflösung des Standorts auch als Chance zur Weiterentwicklung der Kommune begreift. Und davon war ich sehr beeindruckt. Eine weitere Station der Rundreise durch den Rhein-Lahn-Kreis führte Weiland zu einem touristischen Highlight. Das Limeskastell Pol ist ein nach heutigem Forschungsstand authentischer Nachbau eines römischen Holzerdekastells mit Wachturm. Das weltweit einmalige Projekt bietet Besuchern spannende Einblicke in das Leben an der Grenze und ist Teil des UNESCO-Welterbes Obergermanisch-Rätischer Limes. Im Zuge des Rundgangs durch die Anlage zeigte sich der CDU-Bezirksvorsitzende beeindruckt von der fachkundigen Erläuterung des Poler Ortsbürgermeisters Wolfgang Krezelius. Gerade das hier sichtbare Engagement und der Fleiß der ehrenamtlichen Helfer sei ein tolles Signal, das Pol hier aussende, so Weiland. Hier wird auf eine beispielhafte Art und Weise Geschichte lebendig. Hier kann man Geschichte anfassen. Besonders gelungen finde ich die Kombination aus touristischer Nutzung und hohem professionellem archäologischem Anspruch. Hier ist kein Disneyland entstanden, wie man es überall hinbauen kann, sondern hier ist unter unmittelbarer wissenschaftlicher Bezugnahme auf das, was hier vor 2000 Jahren stattgefunden hat, etwas entstanden, was die Region touristisch, aber die Besucher dann auch in ihren historischen Kenntnissen weiterbringen wird. Dem Lob schloss sich auch Weilands Landtagskollege Matthias Lammert an. Wenn man betrachte, was hier im Laufe der letzten Jahre aus einer Idee heraus gewachsen sei, erkenne man deutlich die Chancen und Möglichkeiten, die dieses Projekt biete, waren sich die Unionsmitglieder einig.